Moin Leute, Gio hier und ich habe das erste Mal meine Kiste auf dem Kanal der Junior Taters dabei und in dieser Kiste ist heute ein Suchen und Zerstören auf der Map Mission. Meine Kiste hat sich so ergeben bei meinem ersten Commentary, das ist so ein kleines Markenzeichen von mir, deshalb braucht ihr da nicht weiter nachzufragen. Ich habe heute ein Suchen und Zerstören für die Junior Taters gewählt, weil ich dachte, das Gameplay ist recht interessant anzuschauen und ich spiele auch mit einer ganz interessanten Waffe. Ich bin mit der UMP45 mit dem Rotpunktvisier, das sehr, sehr wenig nur noch gespielt wird. Als Zweitwaffe habe ich dabei die Javelin-Rakete, als Granaten habe ich dabei die Frag-Granate, die ich euch sehr ans Herz legen kann, und die Stun-Granate. Natürlich habe ich auch noch Killstreaks dabei und diese Killstreaks sind das Spyplane und das Counter-Spyplane. Ich bin auf die Taktik gegangen, so viele Killstreaks wie möglich rauszuhauen. Ich wusste ja von Anfang an nicht, wie schnell das Spiel gehen wird, warum es so schnell gehen wird und so weiter. Aber dazu komme ich später noch. Jetzt habe ich euch ja empfohlen, die Fragnades mitzunehmen. Warum? Die Fragnades sind einfach besser zu spielen, sag ich jetzt. Meiner Meinung nach könnt ihr die Fragnades besser kontrollieren in eurer Hand. Ihr könnt sie kochen lassen, also das heißt zünden und dann eine Weile in eurer Hand behalten und dann auf die Gegner schmeißen. Das holt Camper ganz, ganz schnell aus ihren Verstecken raus. Und deshalb kann ich euch diese Granaten nur empfehlen. Die Stun-Granaten kann ich euch empfehlen, da ihr sie schneller werfen könnt. Im Gegensatz zu den Flash-Granaten, für die ihr eine Sekunde länger braucht, um sie zu werfen. Die Javelin, da zeige ich euch jetzt mal eine super Szene, und zwar stelle ich mich hier hin und ziele auf die andere Seite. Hätte ich jetzt hier nicht so lange gebraucht, um die Javelin zu zielen, hätte ich vielleicht einen Double Kill abgestaubt. Was ich nicht ausschließen will, denn dort oben stehen meist immer zwei Gegner. Ich habe mich aber dazu dann entschieden, einfach rauszuhauen und wegzulaufen. Im Endeffekt hat es nicht gebracht. Ihr werdet aber später sehen, dass ich, ja, trotzdem noch meine Kills mache mit der Javelin. Nun ja, wie dem auch sei, jetzt bin ich gerade gestorben und da bleibt mir etwas Zeit, über mich zu reden. Ich bin Gio, ich spiele auf der Nintendo Wii, ihr habt es hier gerade im Hintergrund gesehen oder ihr seht es immer noch im Hintergrund. Und ich möchte euch bitten, meine Gameplays nicht nach der Grafik zu beurteilen, sondern nach meinem Kommentierstil zu beurteilen, nach meiner Art zu beurteilen, nach meinen Tipps, die ich gebe, zu beurteilen und nicht nach der Grafik, also nur weil die Grafik jetzt etwas schlechter ist. Nein, nein, also ich würde euch bitten, dass ihr das, einfach nicht bewertet, denn es macht keinen Sinn, es ist einfach, ja, sinnfrei, sag ich jetzt mal. Nun ja, wir starten wieder in die Runde und ich dachte mir, in der ersten Runde hat es so gut geklappt, dann haue ich da nochmal die Javelin hin und das war dieses Mal der Fehler, denn die Gegner haben mich langsam aber sicher durchschaut und werfen mich auch mit einer Semtex ab. Da kann ich euch nur den Tipp zu geben, wenn ihr spawnt, nach links zu laufen, denn ihr müsstet nicht drei Runden hintereinander denselben Weg laufen, das kann nie gut gehen, denn die Gegner sind nicht ganz dumm, sie werden euch irgendwann mal durchschauen und sie werden auch irgendwann mal sehen, dass ihr immer denselben Weg lauft. Und das hat natürlich den Vor- oder Nachteil, dass ihr die Gegner nicht so vorausschauen könnt, denn es kann sein, dass einige schon auf euch warten und einige auch nicht. So, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Szene und zwar hier diese Javelin, die ich jetzt raushaue. Und zwar schieße ich genau dahin und diesmal einmal zielen, so, einmal zielen, abdrücken, Feuer. So, das heißt jetzt, ich kriege mindestens einen Kill, denn ich habe die Javelin losgeschickt und sie fliegt perfekt und trifft den Gegner jetzt gerade. Das ist so, weil es gibt so diese sogenannten Standardlaufwege in Call of Duty. Und diese Standardlaufwege, die hat jeder drin, die läuft jeder einmal ab und dazu zählt diese eine natürlich auch dazu. Hier seht ihr jetzt noch einen schönen Aim-Fail von mir. Ich hätte mein Teammate retten können, aber leider schieße ich etwas daneben. Nun ja, wie dem auch sei, wir zünden jetzt das Spyplane und laufen weiter, kassieren noch einen Assist und das Gameplay ist leider schon gelaufen. Wir gewinnen das Spiel mit 4:0. Mein Endscore ist 7:1 mit einem Assist. Ich hoffe mal, euch hat das Gameplay-Commentary hier gefallen. Wenn es das getan hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet und vielleicht werft ihr noch einen Blick auf meinem Kanal. Das würde mich freuen. Ich verabschiede mich jetzt bei euch, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.